heute geht es um Sauberkeit und geeignete Schmiermittel und eigentlich um Funktionalität der Bremse. Dass die wirklich zu 100% gegeben ist, muss sie A, sauber sein und B, muss sie gut gefettet sein. Auch der Bremssattelträger. Ja? Weil hier liegt quasi auch der Bremsbelag auf. Und das muss auch sauber sein und darf auch nicht rostig sein, weil sonst hakt es und es gleitet nicht. Und das wollen wir natürlich. Es gibt natürlich auch hierfür wieder geeignetes Werkzeug, eine Drahtbürste. Die reicht meist. Aber es kann natürlich auch sein, dass halt Rost vorhanden ist. Dafür gibt es natürlich auch eine passende Feile. Die passt genau hier in die Führung. Und dann beseitigen wir auch den Rost. Meist gehen wir darüber nochmal mit ein bisschen Bremsenreiniger. Dann haben wir es auch fettfrei und sauber. Warum ist das so wichtig? Weil wir natürlich jetzt auch fetten. Das machen wir am Belag. Das machen wir am Hammerkopf. Das sind nämlich genau die Stellen, die quasi die Führung gewährleistet. Und dafür nehmen wir auch geeignetes Fett oder Schmiermittel. Und da ist auch die Devise, manchmal ist weniger mehr. Also wirklich nur am Hammerkopf schmieren und nicht die ganze Platte voll schmieren. Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich die Sattelführung. Die gewährleistet, dass der Bremssattel sich bewegen kann. Tut das nicht, haben wir ein Problem, können wir nicht richtig bremsen. Ja, alles im Ganzen, muss natürlich alles sauber sein und gut gefettet sein mit den geeigneten Mitteln. Und dann können wir auch bremsen. Und mehr von mir beim nächsten Mal. Mit ohne Bremse geht's ins Auge.